Damit sind wir zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Amber Heartbreaking Kinetic Novel. Ja, als allererstes werde ich auf etwas eingehen, was in den Kommentaren stand. Ich werde die Lautstärke ein bisschen runterdrehen von Sound und Musik. Das wurde in den Kommentaren so gewünscht. Dann muss ich kurz was erwähnen, bevor wir die Folge anfangen. Und zwar ist das die Folge von gestern, also von Dienstag. Das heißt, heute kommen 7 Folgen. Heute kommen 2 Folgen Amber, 2 Folgen Game of Thrones, 2 Folgen Magic Duels und der Mittelerde Fight Club. Ich muss schauen, ob ich alles schaffe. Ich hatte einfach davor nicht die zeitlichen Ressourcen, was zu machen. Deswegen erst jetzt. Ja, beim letzten Mal bei Amber haben wir so ein bisschen die Routine mitgekriegt zwischen Amber und Tristan. Amber ist jetzt auf jeden Fall schon einige Monate bei ihm in der Wohnung und es war eigentlich recht friedlich. Man hat sehr viel Harmonie gespürt bei beiden. Aber jetzt bahnt sich ein Streit an. Sie meinte, sie will jetzt schneller altern, schneller erwachsen werden und sie ist sauer. Schauen wir mal deswegen mal, wie es weitergeht. Der 30-jährige Mann seufzte. Er wusste offensichtlich nicht, wie er darauf antworten sollte. Er hatte nie ein Kind und er war nicht gut darin, solche Aufstände zu unterdrücken. Okay, jetzt ist er gerade eben weggegangen. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich halte es vielleicht für eine pubertäre Reaktion oder frühpubertär. Er war perplex und ließ das Mädchen im Wohnzimmer schmollen, während er eine lange, entspannende Dusche nahm. Ach so, einfach mal aus der Fähre gezogen, ist natürlich auch wunderschön. Ist vielleicht nachvollziehbar, aber schön ist es nicht. Während er seine Sorgen mit dem heißen Wasser fortspülte, machte sie ein wütendes Gesicht. Ja klar, sie wurde gerade stehen gelassen, gefällt Amber natürlich nicht. Das ist nicht fair. Ich wünschte, ich könnte jetzt älter sein, wenn ich nur ein Vorbild hätte. Ich frage mich, wie Tristans Frau ausgesehen hat, zum Beispiel. Ich bin sicher, sie war eine nette Person. Ja, aber seine Frau wissen wir ja noch gar nichts, zumindest, was heißt noch gar nichts, wir wissen, dass das Prinzessinnenzimmer früher Lieblingsort war, wir wissen, sie ist weggegangen, wo ja meine Vermutung war, dass sie gestorben ist, aber von ihrem Charakter wissen wir nichts. Aber er will nie darüber reden, er meidet das Thema, es könnte sein, dass er etwas von mir verheimlicht. Möglich, Amber. Ich glaube aber eher, dass er versucht, dich zu schützen, was das angeht. Neugierig nutzte Amber seine Abwesenheit aus, um eine Schublade zu öffnen, die sie zuvor nie angerührt hatte. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich ja nicht, aber okay. Unter einem Telefonbuch war ein großes Notizbuch aus Leder. Überzeugt, einen Schatz gefunden zu haben, nahm sie es sich und öffnete es. Es war ein Fotoalbum. Auf den Seiten waren lächelnde Gesichter und zarte Gesten zu sehen. Ein Fotoalbum, okay. Ja, wir wissen, Tristan hat in der ersten Folge, bevor Amber da war, sämtliche Fotos weggetan. Sie mussten einfach weg, hat er gemeint. Vielleicht hat er das Fotoalbum übersehen, aber es war ja auch versteckt in einem Telefonbuch. Ich glaube, das sollte eigentlich keiner sehen. Ah, okay, hier sehen wir jetzt ein paar Fotos. Ja, da sieht er ja sehr glücklich drauf aus. Noch ein bisschen zerknautscht und wir sehen einmal ein Bild von seiner Frau. Als er durch die Bilder blätterte, entdeckte das kleine Mädchen ihren Vormund, jung und verwegen. In den Armen einer koketten jungen Dame. Okay. Und damit haben wir eine Errungenschaft, die Aragorn. Also die andere. Ich hoffe, diesmal schmiert das Spiel nicht ab, wie beim ersten Mal. Weil damals habt ihr die Errungenschaft nicht mitbekommen.
In ihrer nüchternen und geschmackvollen Kleidung spazierte sie an der Küste, er ist wieder ein bisschen schwer zu lesen, mit einem Schal um die Schultern oder mit einem Eis durch den Park. Die alles Erinnerungen waren früher, so wie mir scheint. Aber was ihre Aufmerksamkeit erweckte, war ein sehr spezifisches Bild in der Mitte des Albums. Tristan im Anzug führte mit unbeholfenen Schritten seine Geliebte aus einer Kirche unter einem Regen aus Blütenblättern. Klingt mir nach, quasi nach der Heirat, nach der Hochzeit. Unter einem Regen aus Blütenblättern. Wir erinnern uns, im ersten Part hat Tristan ja die Blätter beobachtet. Die Herbstblätter. Und da hat er ja auch sehr philosophisch drüber gedacht. Vielleicht ist das der Grund dafür. Sie sah in ihrem schönen weißen Kleid so glücklich aus. So erfüllt, dass Amber wie betäubt war. Vor allem, da die Braut genauso aussah wie sie. Oh, interessant. Vielleicht ihre Eltern? Wir wissen ja über Ambers Eltern gar nichts. Wir wissen nur, dass sie sich nicht dran erinnert. Und wir wissen, dass Tristan immer wieder komische Gedanken hat, wie als würde er was verheimlichen. Oh, krass. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade sehr viel herausfinden. Sie ist so hübsch. Was siehst du dir da an? Okay, Tristan ist wieder aus der Dusche zurück. Mal sehen, ob das jetzt zu einem Streit führt. Wäre möglich. Tristans plötzliches Auftauchen ließ sie zusammenzucken, sodass sie den verbotenen Gegenstand fallen ließ. Sein Blick verdunkelte sich sofort. Der verbotene Gegenstand. Ja, wir wissen ja, ihr Zimmer war das verbotene Zimmer für ihn. Oje, das riecht mir nach einem Streit. Oh ja, das ist eindeutig ein verdunkelter Blick. So haben wir seinen Gesichtsausdruck noch nicht gesehen bisher im Let's Play. Du hast die Schublade durchsucht, um zu sehen, wie meine Frau aussah, oder? Sie antwortete schuldbewusst mit zitternder Stimme. Ja, wirst du mich bestrafen? Natürlich nicht. Ich wollte nur nicht, dass du das siehst. Aber warum will er das nicht? Das verwirrt mich. Ja, das sagt sie auch. Warum nicht? Warum sprichst du nie über sie? Ich will es wissen. Er seufzte. Er schien wütend, als er in diese bittenden Augen sah. Augen, denen er nie lang widerstehen konnte. Zögernd seufzte er sich auf die Couch und erzählte ihr, wie er diejenige kennenlernte, die er für die Liebe seines Lebens hielt, und berichtete von all den Dingen, die sie durchgemacht hatten. Okay. Ja, man erfährt mal ein bisschen mehr über die Hintergründe. Das ist sehr schön. Ich meine, da hatten wir jetzt schon zwei Parts gehabt. Das ist Part 3 und wir wussten halt über beide noch nicht viel. Amber hörte mit staunender Aufmerksamkeit zu. Sie mochte diese Geschichte sehr. Tristan schien kurz jünger zu werden, als er von der Vergangenheit erzählte und wie verliebt er in sie war und wie glücklich sie ihn gemacht hatte. Ja, er lächelt auch gerade. Ich glaube, dass vielleicht tut ihm das ganz gut, mal über seine Vergangenheit zu reden. Wir wissen ja, er hatte ein Problem mit Einsamkeit. Amber hat das ein bisschen vertrieben. Aber jetzt wird es vielleicht noch besser, wenn er drüber redet. Hoffe ich zumindest. Ihr friedliches und gewöhnliches Leben war etwas, das das kleine Mädchen beneidete. Vertieft in die Geschichte konnte sie nicht anders, als ihn zu drängen. Und dann, was ist passiert? So lange, bis das Licht in den grünen Augen des Mannes verschwand. Ja, jetzt, dann wurde es wohl unschön. Das, so erkläre ich mir das gerade. Aber wir werden sehen. Und dann
ist sie gegangen. Jetzt hat er wieder den traurigen Blick. Wohin? An einen weit entfernten Ort, wo ich sie nicht mehr erreichen kann. Ja, klingt nach verstorben. Auch sein Blick sieht jetzt sehr traurig aus, also noch trauriger als gerade eben. Und weggegangen kann man ja durchaus sehen als verstorben. Wie er schon die Vermutung aufbewahr von mir. Jeden Tag bete ich, dass sie mich irgendwie hören kann. Dass sie aufwacht, dass sie sich an mich erinnert. Oh, interessant. Wir wissen, er hat bei Amber immer gehofft, wenn sie schläft, dass er in ihren Träumen ist. Wie gesagt, ich habe immer noch ein seltsames Gefühl. Wie als würde einfach irgendwas in dieser Harmonie nicht stimmen. Aber vielleicht geht's auch nur mir so. Ich weiß nicht, ob sie je aus ihrem Traum erwachen wird, der sie gefangen hält. Sie tot? Ah, fragt Amber ganz gerade heraus. Auch interessant für ein kleines Mädchen. Manchmal kommt es mir so vor. Aber nein, sie ist am Leben. Bloß in einer anderen Welt. Ja, glaubst du an Geister, lieber Tristan? Wenn er an Geister glaubt, dann mag das stimmen. Ansonsten kommt es mir eher vor wie eine Art Einbildung von ihm, dass er nicht loslassen kann. Aber das ist nur meine Interpretation gerade, die muss auch nicht stimmen. Könnt ihr ja mal schreiben, was in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn ich zu ihr gehen könnte, würde ich es tun. Ich würde alles für sie aufgeben. Und heute hat sie mich für immer vergessen. Okay. Das ist traurig. Ja, jetzt hat Amber die Augen zu. Das sah man bei ihr ja bisher, ich glaube, noch nie. Wenn, dann nicht oft. Tristan seufzte erneut mit gesenktem Kopf, als eine schwere, zermalmende Stille über sie kam. Da haben wir die Einsamkeit wieder. Wir wissen vom ersten Part, die wirkte auf ihn auch zermalmend, da ist sie wieder. Amber starrte auf das Foto. Verzaubert von dem Lächeln der Frau. Jetzt sehen wir auch gerade die beiden nicht. Weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Wir werden sehen. Tief in ihren Herzen hatte sie einen seltsamen Gedanken. Wenn ich älter wäre, könnte ich Tristans Frau ersetzen und er wäre nicht mehr traurig. Ach ja. Ich verstehe, dass sie als Kind so denkt, aber ich denke mal, ihr seid mit mir einer Meinung, dass das keine gute Idee ist. Weil, naja, das hat wieder was irgendwie Seltsames, wenn ihr mich fragt. Auch wenn ich es durchaus nachvollziehen kann, die Gedanken. Okay, jetzt sind wir wieder im Prinzessinnenzimmer im Dunkeln. In dieser Nacht ließ sie den verzweifelten Tristan unbeweglich wie eine Statue auf dem Sofa liegen. Sie fühlte sich hilflos, als sie unter ihre gemütliche Bettdecke schlüpfte. Wenn sie nur älter wäre. Ja, ich glaube, die schönen Zeiten sind jetzt rum, ne? Im letzten Part war es ja alles schön und Frieden. Ich glaube, das ist im Moment gelaufen. Nicht, dass ich nicht hoffe, dass es wiederkommt, aber im Moment sieht's nicht so aus. Auch die Musik hat natürlich einen deutlich bedrohlicheren Klang als in der letzten Folge. Der Gedanke nistete sich immer tiefer in ihrem Kopf ein und wurde dringend. Sie musste Tristan Mallorys Frau werden. Oh nein, Amber, ernsthaft. Ernsthaft, wie gesagt, ich verstehe den Gedanken, ich verstehe ihn wirklich. Sie ist ein kleines Mädchen und sie will halt nicht, dass er trauert. Übrigens, hier sehen wir das Nachtlicht. By the way, Nebeneffekt. Aber ernsthaft, das ist keine gute Idee. Das ist einfach keine gute Idee. Erinnert mich ein bisschen an Leon der Profi, wer den Film kennt. Mit der jungen Natalie Portman, die ja... Naja, also wer den Film kennt, weiß bestimmt, was ich meine. Ansonsten möchte ich jetzt nicht spoilern. Okay, der nächste Tag. Neue Musik.
eine neue Routine hatte die kleine Amber im Griff. Es stand nun außer Frage, dass sie ein kleines Mädchen bleiben würde. Sie wollte so schnell groß werden wie ein Schmetterling, eine Schönheit, verflucht durch ihr vergängliches Leben. Okay, jetzt fängt sie natürlich auch an, sehr metaphorisch, sehr philosophisch zu denken. Das war ja vorher ganz anders, ne, im letzten Part. Aber jetzt hat es natürlich einiges anders. Und so beginnt eine Art Adoleszenz. Was auch immer das heißt, keine Ahnung, fragt mich nicht, Freunde, ich kenne das Wort nicht. Sie wachte am Morgen nicht mehr auf, wenn Tristan zur Arbeit ging. Sie wartete bis zum Mittag, ehe sie sich zeigte, und nahm dann ihre Mahlzeit zu sich. Okay, die Frage ist, wacht sie absichtlich nicht mehr auf? Weil ich meine, sie verpasst ja gerade ganz bewusst ihre Cartoons. Oder ist das eher ein psychisches Nicht-mehr-Aufwachen, dass sie einfach länger schläft? Das würde mich interessieren. Tristan rief auch nicht mehr zur üblichen Zeit an. Er wusste, dass sie nicht in der Stimmung sein würde. Ach doch, Cartoons sind immer noch. Okay, immerhin, das ist ein Anfang, auch wenn die Musik deutlich wieder anders ist. Nach einem schnellen Essen sah das junge Mädchen wieder fern, während sie die Magazine durchblätterte, die sie mit dem Taschengeld von ihrem Vormund gekauft hatte. Okay, also kauft sie sich jetzt selber Magazine, welcher Art steht jetzt hier nicht, aber ich nehme mal an, dass es keine Kinderhefte sind, wenn vom Magazin die Rede ist. Ihr Nachmittag war ein Wechsel aus amerikanischen Fernsehsendungen und Schönheitstipps. Auf den Seiten der Magazine lernte sie, wie sie hübsch wurde und Männer verführte. Eine Vorstellung, die ihr sehr gefiel. Ziemlich krasser Wechsel, ne? Wir wissen, beim letzten Mal waren es noch Disney-Filme und Prinzessinnen und Cartoons und jetzt sind's Schönheitstipps. Gefällt mir ja nicht die Wendung. Es geht mir ziemlich zu schnell. Und vor allem das mit Männer verführen, mit ihren Gedanken, oh je, yeah, das, also wenn es so bleibt, wird das kein gutes Ende nehmen in meinen Augen. Sie wollte, dass Tristan sie ansah, dass er sie auf eine andere Weise sah. Ja, dieser Satz bestätigt das, was ich gerade meinte. Um als Frau gesehen zu werden, musste sie sich wie eine Frau verhalten. Aber sie wusste absolut nicht, wie man das machte. Ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen, oder? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Diese Magazine, die von allen möglichen Tipps nur so strotzten, kamen ihr wie Eldorado vor. In diesen Artikeln lernte sie, wie man sich verhielt, wie man eine echte Dame wurde. Ja, man kennt ja solche Magazine, man weiß ja, da sind alle möglichen Sachen mit Essenstipps, Gewicht, was auch weiß ich. Die meisten sind in meinen Augen zumindest Blödsinn. Eldorado, wer es nicht kennt, ist eine legendäre Schatzinsel. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Let's Play zu tun, aber gut. Also wahrscheinlich, dass sie einfach wie ein Riesengeheimnis wochen, so würde ich das übersetzen. Es war nicht sehr kompliziert. Sie musste nur auf ihre Gestik achten, ständig jede Bewegung kontrollieren, um sich bestmöglich darzustellen. Sie musste alle menschlichen Schwächen, jede Unannehmlichkeit unterdrücken und entspannt und selbstbewusst laufen. Aber nicht zu sehr, sonst würde sie zusammenbrechen, fürchtete sie. Ja, das Übliche, was halt so das perfekte Leben ist. Wir wissen ja alle aus unserem eigenen Leben, so läuft es nun mal nicht. Aber wir wissen auch, sie ist ein kleines Mädchen. Sie denkt halt darüber noch nicht nach. Die Frage ist, wie das enden wird. Da habe ich gerade echt Schiss vor, wenn ich meine als Spieler. Mal gucken. Amber nickte, als sie las, was der Redakteur geschrieben hatte. Natürlich, sie musste offen sein und lächeln, aber nicht zu sehr, dass sie überschwänglich erschien. Sie musste oft lachen,
aber nicht zu laut. Das macht nur Hysteriker. Sie musste unabhängig sein und die Initiative ergreifen. Aber nur, wenn die Situation sich anbot und auf nicht bedrohliche Weise. Sie musste sich so natürlich wie möglich geben und ihre Vorzüge mit einem Hauch Schminke hervorheben. Amber verstand die Notwendigkeit, etwas zu kaufen, um eine echte Frau zu werden. Sie musste sich feminin kleiden, um zu zeigen, dass sie es wert war, aber nüchtern genug, um keine ungewollte Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, diese ganzen Regeln, nach denen sich eine Frau zu halten hat, wo, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, wir wissen, das funktioniert so nicht. Zumindest kenne ich keinen, der das einhalten kann. Weder Mann noch Frau. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass manche Frauen das schon sehr übertrieben sind, aber gut. Ich meine, ich kann es nur aus männlicher Sicht sagen. Ich meine das jetzt nicht beleidigend. Also, mich nicht falsch verstehen, bitte. Und dann hieß es, sie solle lernen, Männern zuzuhören und nicht zu viel zu reden, was egoistisch wäre. Diskret, aber anwesend sein. Verfügbar, sobald er es wollte, ohne es ihm wirklich zu zeigen. Nach jeder Seite verspürte das junge Mädchen den Druck, Geld für all die Produkte auszugeben, die in den Anzeigen beworben und von den Redakteuren gelobt wurden. Schließlich brauchte sie die, um den mutigen Fristen zu verführen. Wie sollte sie die geringste Chance haben, ohne ein bisschen zu schummeln? Oh, wenn sie jetzt auf die Idee kommt, Geld zu klauen, aber dann, ernsthaft, wie gesagt, die Idee ist an sich schon beschissen, oder nicht beschissen, aber die, sagen wir, sie ist nicht klug, und das macht es gerade nicht besser. Weiter hinten ergab ein psychologischer Test, dass Amber mehr Zuneigung bekäme, wenn sie sich wie ein zerbrechliches kleines Mädchen verhalten würde. Oh je, ja ja, die Tests. Wie gesagt, man kennt das halt alles aus dem Alltag. Und das ist alles ziemlich von Arsch in meinen Augen. Ich persönlich war da nie der Fan von, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber mein Ding war das nie. Männer mussten in ihrer Männlichkeit und ihrer Beschützerrolle gestärkt werden. Außerdem war sie zu verletzlich, zu gebrechlich, sie konnte ohne etwas Hilfe nichts erreichen. Puh, ja, ein altes Bild. Ich zum Beispiel bin kein Fan von Mädchen, die immer nur, oder Frauen, die halt immer nur Hilfe brauchen. Ich mag es schon gern, wenn die Frau zumindest etwas Selbstbewusstsein hat. Das ist sonst irgendwie nervig. Sie musste Zustimmung in seinen Augen finden. Zustimmung für ihre bloße Existenz. Wenn er mich für schön hält, werde ich schön sein, wie auf dem Foto. Ja, das ist jetzt ihr festes Ziel, das merkt man schon. Ich bin gespannt, wenn irgendeine Frau diesen Part gucken sollte. Bin ich gespannt, was in den Kommentaren kommt, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht wirken wie jemand, der darüber herzieht, aber ich bin halt da nicht ganz einer Meinung, sagen wir es so. Und so verbrachte Amber ihre Nachmittage damit, Tipps aus Frauenzeitschriften zu lesen und zu lernen, wie man sich schminkte. Okay, jetzt sind wir mal wieder in der Stadt waren wir länger nicht mehr. Wenn sie nicht gerade Serien schaute, oft romantische, ja, keine Cartoons mehr, merkt man schon, ging sie in der Stadt einkaufen, um Kleidung, Accessoires oder Kosmetik mitzubringen. Die Stadt versprühte wie im Fernsehen ständig Bilder von absoluter und unendlicher Liebe, einer perfekten und reinigenden Liebe, wie eine Droge, eine Verpflichtung, ein makelloses Vergnügen und ein Befehl. Ziemlich krasse Bezeichnung für Liebe. Ich meine, ich kann da teilweise zustimmen, aber ich hätte es jetzt nicht mit den Worten ausgedrückt. Sagen wir es so. Wir sehen auch wieder die Blätter wehen unten. By the way, ist mir nur gerade aufgefallen. Jedes Plakat verkaufte denselben Traum. Oh so klischeehaft. Oh so begehrenswert. Es war die Jagd nach der Märchenformel.
und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, in Reichtum und mit vielen Kindern. Ja, nur, liebe Amber, dass das, was ihr beide habt, nicht da reinpasst. Aber naja, ich wiederhole mich gerade. Die Heldinnen aus Romanen und Filmen verfolgten alle dasselbe Ziel. Das Verlangen nach Profit, Reichtum, Luxus. Ein Leben, wo alles einfach ist, aber wo alles seinen Reiz verloren hat. Ein langweiliges und oberflächliches Leben. Eine ewige Maskerade. Aber diese existenzielle Leere war leicht zu füllen. Man musste nur konsumieren und konsumiert werden. Konsumiert werden klingt mir jetzt schon sehr sexistisch, ehrlich gesagt, liebes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, für welche Altersstufe dieses Spiel ist, aber ich meine nur, das wirkt ziemlich sexistisch für meine Ohren. Gut, ich nehme gerade mitten in der Nacht auf. Vielleicht habe ich da gerade einen anderen Blick für, aber ich meine nur. Man musste nur seine Seele verkaufen, um noch mehr auszugeben, die Spuren der Natur zu beseitigen, diesen lächerlichen Körper zu verstecken. Zu persönlich, zu imperfekt, zu real. Und sie durch einen himmlischen Mantel, eine Illusion ersetzen. Ja, wieder sehr philosophisch, sehr wie so das normale Menschenbild ist. Ich meine, ich verstehe schon, was damit gesagt wird als Spieler. Ich finde nur total schräg, dass sich Amber das denkt, weil sie ein kleines Mädchen ist. Ein kleines Mädchen sollte eigentlich, wie gesagt, lieber Cartoons sehen und so. Ich meine nur. Man musste nur ohne Zurückhaltung ausgeben, um das Sparschwein seiner Träume zu erreichen. Eine bloße Maschine, die Scheine und schwache Orgasmen ausspuckte. Und nein, ich habe mich nicht verlesen, da steht Orgasmen. Was zur Hölle? Ich bin als Spieler gerade wirklich verwirrt. Sorry, dass ich darauf jetzt umreite, aber ich finde das wirklich. Ich bin wirklich verwirrt. Okay. Wenn du meinst, Spiel. Um sich wie ein Diamant darzustellen, ein schön leuchtendes Accessoire, das jeder im Wohnzimmer haben sollte. Man muss nur seinen eigenen immateriellen Wert zerstören und ihn durch kaltes Bargeld ersetzen. Ja, das übliche Konsumdenken. Und dann musste man sich nur in Untätigkeit ahlen, in seinem käfigen Kreis laufen, ohne Sinn, auf würdige Weise weiterzuleben, wie eine verlorene Seele umherwandern, verkleidet als Clown, der rot tropft, ein trostloser Automat. Ziemlich krass, wie das Spiel halt seine Stimmung geändert hat, ich kann es nur wiederholen. Man musste das Loch füllen, die Abwesenheit des Lebens, Krankheit, die einem das Blut aussaugt, alle Glaubwürdigkeit mit Geld, mit immer mehr Geld. Kaufen, 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 bis man das Unbehagen, die Existenzangst vergaß. Puh. Ich weiß schon, ich lache dabei gerade, aber ich finde es ziemlich krass. Amber bewunderte die heutigen Berühmtheiten, diese bildschönen Idole, bei denen nichts hervorstach. Körper, die nicht mal den leisesten Hauch von Leben ausstrahlten. Diese uninspirierten Songs, die einen permanenten Zustand des Vergnügens glorifizierten. Vergnügen ohne Arbeit. Ich würde sagen, hier hören wir jetzt auf, weil wir haben nur noch eine Minute. Das heißt, ich speichere einmal. Ja, ich möchte überschreiben. Ja, total krass, wie das Spiel. Total krass, wie das Spiel die Stimmung geändert hat. Ich bin wirklich gerade geplättet. Ich habe nicht erwartet, dass sowas kommen würde. Ich meine, ich bin auch nicht wahnsinnig überrascht. Wir wissen noch von Garden of Oblivion, dass die Entwickler, also träumendes Mädchen, einige Sachen im Ärmel haben.
Aber krass. Also mit einem Kinderspiel hat das jetzt nichts mehr zu tun, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß beim Zuschauen hattet. Und ja, wir sehen uns dann bei den anderen Parts hoffentlich wieder. Bis dahin, Freunde. Ja, habt euch wohl.